Hallo Kackbratzen. Als John Woo zusammen mit Midway im Jahr 2005 ankündigte, dass man mit Stranglehold nicht nur ein Videospiel, sondern einen Quasi-Nachfolger zum 1992 veröffentlichten Action-Knaller Hardboiled ankündigte und dass somit auch im Spiel Chow Yun-Fat, aka Tequila, die Hauptrolle übernehmen würde, setzte ich den Titel sofort auf meine Must-Have-Liste. Es waren John Woos Filme wie eben ein Hardboiled, die erst dieses ganze Konzept von harten Kerlen, die mit zwei dicken Wummen bewaffnet sind und rückwärts und sehr, sehr oft in Zeitlupe durch die Luft hechten und dabei eine Armee von Feinden ausschalten, erst ins Leben gerufen haben. Erst Jahre später haben dann Filme wie The Matrix oder eben auch Spiele wie das großartige Max Payne diese stilisierten Kämpfe in Zeitlupe übernommen. Und wenn dann ein Spiel vom großen Meister selbst angekündigt wird, dann musste das ja nur einschlagen wie eine Bombe. Ich schicke keinen Mann. Ich schicke ein ganzes SWAT-Team. Das werden Sie nicht. Sie geben auch keine Befehle, Tequila. Es gab da nur ein Problem. Erstens war Midway daran beteiligt, die eben nicht unbedingt für ausgezeichnete Spiele bekannt waren, und zweitens dauerte es eine unglaublich lange Zeit, bis das Spiel für die PS3 veröffentlicht wurde. Denn während die Xbox 360-Version schon längst im Handel erhältlich war, kämpfte Midway damit, die Unreal 3 Engine auf der PS3 zum Laufen und überhaupt eine solide Bildwiederholrate zustande zu bringen. Es war ein Trauerspiel. Warum die Entwicklung für die PS3 so haarig war, könnt ihr euch in einem Video hier auf meinem schrecklichen Kanal ansehen. Ich muss euch allerdings warnen, denn es dauert gut eine Stunde. Was aber Stranglehold jedenfalls auch auszeichnete, war die fast komplett zerstörbare Umgebung. Da wir es mit einem sehr actiongeladenen Titel zu tun haben, wird die Luft nur so mit Blei gefüllt. Praktisch kann dabei alles in Stücke geschossen werden und es ist eine wahre Pracht zuzusehen, wenn aus einem Betonpfeiler dicke Stücke herausgeschossen werden, die effektvoll durch die Luft flattern, oder man die komplette Inneneinrichtung eines Restaurants zu Staub ballert, während man seine Gegner gnadenlos mit Blei vollpumpt. Das hat in Deutschland der USK nicht so wirklich gefallen und so fragte man bei Midway unhöflich nach, ob man denn nicht unter anderem alle Bluteffekte aus dem Spiel entfernen könnte. Zugegebenermaßen mangelt es nicht wirklich an rotem Saft. Finden Sie den goldenen Hasen. Ein Mann, eine Stunde. Ein Mann? Das ist eine Falle, Captain! Was die Story betrifft, so ist sie relativ verworren. Im beschaulichen Hongkong klöppelte man eine Geschichte um einen toten Polizisten, sehr viel Drogen und einem entführten Mädchen zusammen. Und falls das noch nicht genug wäre, schmiss man die Tiraden und auch ein paar Russen in den Topf. Nicht Tequila! Das ist eine Falle! Das hoffe ich. Die soll ja nicht unsere Zeit verschwenden. Aber die Story ist in Stranglehold nur Mittel zum Zweck und ein Aufhänger, um den guten Chow Yun-Fat nur irgendwie in Szene zu setzen. Der wichtigste Aspekt dieses Spiels ist natürlich der Kampf und zum Glück funktioniert der absolut hervorragend, denn ansonsten hätte das Spiel nicht so viel zu bieten. Allerdings kann der Schwierigkeitsgrad mitunter etwas happig sein und zum Schluss legt man sogar noch eine große Schippe drauf. Der ganze Reiz dieses Spiels besteht jedenfalls darin, dass es sich wie ein John Woo-Film anfühlen soll und man somit reihenweise Bösewichte niedermäht. Und in manchen Situationen darf natürlich ein Schwarm weißer Tauben auch nicht fehlen, um dem Drama noch etwas mehr Poesie zu verleihen. Und der Kampf ist unbeschreiblich wunderbar. Die verschiedenen Waffen wie Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen oder Sturmgewehre fühlen sich alle gut an und das Ausschalten von Feinden macht unheimlich viel Spaß und geht leicht von der Hand, auch wenn gleich ein Dutzend Gegner auf einem zustürmt. Was den Kampf noch besser macht, ist, dass praktisch alles in der Umgebung zerstörbar ist. Wie etwa auch in Battlefield Bad Company. Nur kam Stranglehold ein Jahr früher auf den Markt. Und es ist einfach so cool, dass man einfach einen Tisch hochheben kann, um in Deckung zu gehen. Oder eben zuzusehen, wie dieser Tisch in seine Einzelteile zerlegt wird und wie Säulen, hinter denen sich Feinde versuchen zu verstecken, auseinandergerissen werden. Dadurch wirkt das Spiel, in Anführungszeichen, sehr realistisch. Aber natürlich gibt es bestimmte Dinge in der Umgebung, die keinen Schaden nehmen, was im Hinblick auf das Leveldesign verständlich ist. Allerdings gibt es oft Situationen, in denen man dazu ermutigt wird, Feinde mit Hilfe in der Umgebung verteilten Objekte auszuschalten, wie etwa Klimaanlagen oder sehr große Schilder, und natürlich dürfen taktisch optimal platzierte explodierende Fässer auch nicht fehlen. Eine Sache, die überall im Spiel vorkommt, ist eine Art Mexican Stand-off. Normalerweise geht es darum, dass eine Person und sein Partner gegen mehrere andere Feinde antreten muss und jeder eine Waffe aufeinander richtet. Einer schießt, und dann drehen alle durch. In Stranglehold ist man allerdings nur mit einer Ein-Mann-Armee unterwegs, aber man hat versucht, etwas von diesem Wahnsinn nachzubilden. Nur dass Chow Yun-Fat in den Stand-offs eben komplett alleine einer Handvoll Gegnern gegenübersteht. Plötzlich tauchen 5 Typen auf und richten ihre Waffen auf euch. Das Spiel mutiert dann zu einem Zeitlupen-Minispiel, bei dem die Kamera auf den nächstgelegenen Feind
Feind fokussiert. In Zeitlupe muss man dann einen jeden nicht nur eine Kugel verpassen, sondern auch effektvoll den von den Feinden abgeschossenen Kugeln ausweichen, was in einem wahrlich sehr effektvoll inszenierten Kugelhagel ausartet. Die sollten nicht allein gehen. Ich hatte zwei Freunde dabei. Was Stranglehold noch mehr von herkömmlichen Shootern unterscheidet, ist die Interaktion, die Chow Yun-Fat mit der Umgebung hat. Seine Auswahl an Bewegungen ist eine großartige Hommage an die John-Woo-Filme, da er in jede Richtung springen, Treppengeländer hinunterrutschen, über Kronleuchter schwingen oder über Tische rutschen kann. Für mehr Poesie schaltet das Spiel in diesen Momenten ebenfalls in Zeitlupe um, um der Sache noch mehr Flair zu verleihen. Es ist jedenfalls ein wahres Fest, dieser geballten Action zu folgen und wird absolut nie langweilig. Jede Aktion, mit der man einen Feind ausschaltet, wird mit 1 bis 5 Sternen bewertet. Ein Kill durch einen normalen Körperschuss bringt euch 1 bis 2 Sterne, ein Kopfschuss normalerweise 2 oder 3 Sterne. Ein stilvoller Kill, bei dem man mit der Umgebung interagiert, 3 bis 4 Sterne und ein Kopfschuss bei Interaktion mit der Umgebung bringt euch satte 5 Sterne. Obwohl es dafür keinen direkten Bonus gibt, könnt ihr durch das Töten von Feinden in einer Reihe innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eure Stilanzeige verketten, um zu sehen, wie weit ihr mit absoluter Stilsicherheit durch das Level kommt. Schon gleich im ersten Level rutscht man an einem Geländer herunter, ballert auf Schilder, die auf eure Feinde fliegen und hüpft dann vom Geländer direkt auf einen Rollwagen, um dort liegend den Rest der Feinde auszuschalten. Es ist so ein unglaublich tolles Gefühl und am Ende eines jeden Level erhält man dann natürlich die große Abrechnung. Eine nette Geste ist, dass man mit all seinen Punkten dann Dinge wie Grafiken, Bonusvideos oder Charaktere für den Mehrspielermodus freischalten kann. Und ja, Stranglehold hat einen Mehrspielermodus, allerdings wird der heutzutage von niemandem mehr gespielt, wobei es auch schon damals Spiele gab, die besser dafür geeignet waren. Natürlich darf in Stranglehold auch die Tequila Time nicht fehlen, um den Namen des Hauptdarstellers alle Ehre zu machen. Das Ding ist ziemlich identisch mit der Bullet Time Funktion aus den Max Payne Spielen und dient dazu, manuell die Zeit zu verlangsamen, um so perfekte Kopfschüsse zu landen, wenn man mal wieder durch die Gegend hechtet. Wenn man sie nicht verwendet, regeneriert sie sich automatisch, damit man beim nächsten Mal, wenn wieder ein Dutzend Feinde heranstürmt, perfekt vorbereitet ist. Man wird vor allem im mittleren oder schweren Schwierigkeitsgrad aber ganz schnell merken, dass die Tequila Time nicht nur ein Gimmick ist. Es wird bitter notwendig sein, dass man seine Anzeige immer schön gefüllt hat, denn die Gegner werden ansonsten bockschwer zu töten sein, während ihr blitzschnell ins Gras beißen werdet. Man sollte also ständig in Bewegung bleiben, was natürlich dann kaum Zeit gibt, um möglichst akrobatisch seine Feinde zu erledigen. Um das Spektakel rund um stylische Moves und der absoluten Zerstörung noch abzurunden, hat man in das Spiel noch weitere Spezialangriffe eingebaut. Durch das stilvolle Töten von Feinden lädt sich zusätzlich eine Spezialleiste auf, die über 4 extra Spezialangriffe verfügt, die mit dem Steuerkreuz vor Gebrauch ausgewählt werden. Mit diesen Spezialangriffen ist es dann möglich, einen Teil seiner Gesundheit wiederherzustellen oder auch in eine Art Scharfschützenmodus zu wechseln, mit dem es dann möglich ist, einen gelenkten Kopfschuss abzufeuern. Da es auch für Sturmgewehre kein Zielfernrohr gibt, ist das freilich eine einladende Sache. Ein weiterer Spezialangriff ist der Barrage genannte Modus, in dem unser Held erstmal seine Waffe mit neuen Magazinen ausstattet und dann für einen Moment lang unbesiegbar wird und man mit unbegrenzter Munition dann so viel Chaos wie möglich ausrichtet. Und der letzte Spezialangriff im Bunde ist wohl der coolste von allen. Hier springt unser Held in die Luft und dreht sich ebenfalls in Zeitlupe um seine eigene Achse und ballert alles in Grund und Boden, während effektvoll ein Schwarm Tauben in die Lüfte steigt. In diesen Momenten ist Stranglehold einfach nur großartig. Grafisch ist Stranglehold nicht unbedingt ein Brett, aber wenn man bedenkt, dass Midway die Finger im Spiel hatten und bei der Entwicklung auch komplett alles schief ging, was schief gehen konnte, kann man mit der PS3-Version eigentlich recht zufrieden sein. Chow Yun-Fat, wie aber auch alle anderen Charaktere, machen eine sehr gute Figur, aber insgesamt ist das Spiel doch eher ein grafischer Mischmasch. Das Problem ist auch, dass man wohl die Rechenleistung für die abgefahrenen Physikeffekte benötigte, um eben möglichst viel Zerstörung wie möglich auf dem Bildschirm darstellen zu können. Bretter, Statuen, Tische und Marmorsäulen zerbrechen alle mit verblüffendem Realismus und geben einem das Gefühl, dass man mit wirklich sehr mächtigen Waffen um sich schießt. Würde man diese Effekte weglassen, wäre Stranglehold ein eher mittelprächtiger Shooter geworden. Und trotz den vielen Effekten und den Problemen bei der Entwicklung, hat man es doch irgendwie geschafft, ein halbwegs flüssiges Spiel abzuliefern. Es gibt zwar Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man nicht meckern. Leider macht es die Xbox 360 etwas besser, aber selbst hier gibt es Fehler. Tequila. Grundsätzlich lässt sich Stranglehold eigentlich ganz entspannt spielen, allerdings zieht der Schwierigkeitsgrad so ab der Hälfte sprunghaft an und was das für den härtesten Schwierigkeitsgrad bedeutet, könnt ihr euch vermutlich vorstellen.
Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele von euch damals diesen Titel gespielt haben, aber habt ihr damals Stranglehold verpasst und seid zufälligerweise auch Fans der John Woo-Filme, dann solltet ihr euch diese Perle nach Hause holen. Max Payne kann bei all dieser perfekt inszenierten Action nur blass vor Neid werden und es macht einfach so unheimlich viel Spaß, wenn man in Zeitlupe über die zig Hindernisse rutscht oder springt und die Feinde wie ein Sieb durchlöchert. Das Spiel ist definitiv brutal und man spart absolut nicht mit Blut, es sei denn, man spielt die deutsche Version. Man sitzt vor dem Bildschirm mit weit geöffnetem Maul und kann einfach nur staunen, wie unheimlich cool dieses Action-Opus umgesetzt wurde. Stranglehold kostet nicht mal die Welt und man sollte unbedingt zugreifen. Insgesamt wartet nicht unbedingt ein langes Spiel auf euch, aber das wohl größte und stilvollste Feuerwerk aller Zeiten. Oh mein Gott! Der Papierkram wird mich umbringen! Hier, die schleppe ich nicht länger für Sie rum. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.